So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. In der letzten Folge haben wir erfolgreich zwei Quests abgeschlossen, sind Level abgekommen. Und jetzt ist die Frage, was wir weitermachen, weil wir jetzt erstmal noch keine Quest haben. Der eine Dude hat mir gesagt, wenn ich irgendein Diebestalent lerne, dann ist es für ihn okay. Aber jetzt erstmal nehmen wir uns den Matt zur Brust, weil der mich aufregt und weil er nicht kämpfen tut. Und hier ist ein schönes Plätzchen. So. Komm rum! Wehr dich doch mal! So, kann ich ihm jetzt einen Gnadenstoß geben? Ja, ne? Yeah! Weg mit dir! Oh, der hat 5 Erz dabei. Das war totally worth. Und Knüppel. So. Jetzt gehen wir da erstmal zu den Jägern. Wir haben nämlich 5 Punkte. Ne, 10, ne? Ups. 10 Lernpunkte. Das gehen wir erstmal schön aus. Aber ich habe gar kein Erz, oder? Ja, wir müssen jetzt auch mal langsam wirklich zum Händler gehen und den ganzen Plunder verkaufen, den ich jetzt angesammelt habe. So. Alles klar. Ja, Ziel für diese Folge ist... Also, das Main-Target ist ja immer noch... Weil wir auf Jäger gehen und Dieb und sowas. Geschicklichkeit. Bogen herkriegen. Ohne bessere Rüstung. So, der hier konnte mich doch unterrichten. Was? Na ganz, wenn du zumindest... Für die ja, so. Ach, okay. Hm, okay. Gar nichts mit Bogen. Schade. Schade, schade, Popade. Was mache ich denn jetzt? Okay, dann... würde ich jetzt zum alten Lager gehen und zu einem Händler. Hier, Dexter muss ich auch mal finden. Der soll da angeblich ein Händler sein, hat der eine Lulli gesagt. Aber ich habe den nicht gesehen. Und dahin könnte ich mal hoch. Hier, so ein Scavenger schaffe ich doch. Da könnte ich mal... Man muss halt langsam seine Möglichkeiten so austesten und dann Gebiet quasi... Man muss halt als erstes zum Zug kommen, dann ist easy. Aber wenn die erstmal zum Zug kommen, dann machen die ihre Todeskombo, ey, und dann ist ganz schnell schwarz. So. Was haben wir hier? Gebiete erschließen, das meinte ich. Oder Unsinn. Ach du dicke Mutter, die hasse ich ja wie die Pest. Eieiei. Aber da ist irgendwas. Lagerfeuerchen. Oh, Rabenkraut. So, dann schleiche ich mich mal an den vorbei da. Oh, da sind Wölfe. Oh, da sind Wölfe, aber das ist auch eine Truhe. Okay, ich probiere einfach mal die Wölfe. Ich weiß nicht, wie stark die sind, beziehungsweise wie stark ich zurzeit bin. Probieren geht über studieren. Komm rum. Oh, fuck. Das kann ich ja so knicken. Egal, vielleicht... Nee, keine Chance. Alter, der hält ja richtig krass viel aus. Und was der mir drückt? Holy moly, ey. Übel. Oh, wo bin ich hier? Genau. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Alter. Okay, merke. Wölfe. Noch überstark. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Händler. Ich will Dexter finden, ey. Kann der mir nicht auch bestimmt Diebestalente beibringen? Weil dann hätte ich da noch bei dem einen... Ja. Ich werde auch hier erstmal alle Quests machen. Bis halt zur Prüfung, die ich nicht machen werde, weil wir uns ja den Kifferboys anschließen. Dann werde ich ins neue Lager gehen. Da alle Quests machen, bis ich mich da anschließen kann. Und dann erst... gehe ich zur Kifferbande. Sekte des Schläfers, meine ich. So, hier. Du noch? Nein, ich will nicht auf die Bank. Wie läuft's denn so? Wie läuft's denn so? Gut. Bei mir brauchst du dir wegen Diego keine Sau. Eine Hand wäscht die andere. So ist... Ja, gut. Alles klar. Den haben wir. Butler... Ich habe immer noch den Verdacht, ich habe ein paar vergessen. Weil ich habe keine Quest mehr. Hier, war ich da oben? War ich hier unten?
Wer bist du denn? Whistler. Hi, ah, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Ja, dann mach mal. Sag an. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Das ist cool, weil ich könnte die 100 Erz behalten. Oder ich könnte das Schwert behalten. Das ist auch immer so geil bei Gossig. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Soll ich das ansprechen? Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Okay. Okay, hier mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Ja, komm direkt zu mir zurück. So. Ja, die 100 Erz nehme ich dankend an. Und weg. Deswegen ist es gut, erstmal bei den anderen Lagern vorbeizuschauen. So, Fisk. Jetzt könnte ich mir direkt eine Rüstung kaufen, ne? Ja, jetzt handeln wir erstmal. So. Alter, ich habe 116 Erz. Eine Münze. Ist aber nichts wert. So, Fackeln, so viel brauche ich nicht. Ach, wie ging denn das nochmal einzeln? Oh Gott, jetzt geht's wieder los. War doch klar, dass das Erdbeerglauben kaum sich daran was ändern wird. Nee. Das passiert mir nicht schon sein, aber wen interessiert das? Wie ging das nochmal? Ah, genau, Q und nicht. Oh Gott. Egal, aber Becher brauche ich nicht. Eine Schüssel brauche ich auch nicht. Fackel, nehmen wir mal zwei her. So. Schriften, genau, der Brief, den muss ich gut behüten. Bier kann man immer gebrauchen für Quests. Reisschnaps auch. Ja, das Ragout hier könnte ich verkaufen. So, dann kann ich mir gleich Neues holen. Apfel ist auch voll der Scheiß. Wasser. So, noch irgendwas. Genau, hier die alten Scheißsachen. Schwert. Eine Spitzhacke behalte ich mal. Für Schürfen braucht man die vielleicht. So, was ist? Okay. Guck mal, was macht er mit dem Kopf, Alter? Das ist ja der Hammer. So, und jetzt Enter. Annehmen. Hat es jetzt geklappt? Cool, hat geklappt. So. Soll ich das jetzt ansprechen? Ich will auf jeden Fall wissen, wie sich das entwickeln würde. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? 110? Ja, dann erst recht nicht. Whistler, wolltest du es für 100 verkaufen? Ach, warte mal. Stimmt! Da hätte ich dir ja fast zu wenig abgeknöpft. Ich meinte natürlich 500. 500? Zu wenig? 1000 sind dir lieber? Auch gut. Ach, jetzt hab ich mich verraten. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich behalte es einfach. Aber ich hatte ja eh nicht vor. Ich hatte ja eh nicht vor, das zu kaufen. Ich behalte ja die 100 Gold. So, wer bist denn du? Bei Parvis. Hör mal auf, hier jetzt hier Gitarre zu spielen. Okay, du hast keine Zeit, merke ich schon. Oh. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Aber ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Ja. Ich auch. Gequatscht wird viel. Der rechte, Alter, voll der Nazi-Verein. Verlass dich auf jemanden, du
Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. Ja, das stimmt. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Okay. Ich dachte, das wäre schon. Das wäre auch mein. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Kann schon sein. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Ja, aber Templer. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Aber überzeuge dich selbst aber, davon, aber, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Aber dann wäre ich ja nicht Jäger, oder? Wenn ich mich denen anschließe. Ich glaube, würde ich Jäger werden wollen, müsste ich mich dem neuen Lager anschließen, oder? Ich habe doch auch keine. Wer ist der Schläfer? Ja, das weiß ich. Okay. Der könnte mich zum Lager bringen. Alles klar. So. Ah, hey, Dexter. Du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Und jo. Du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich. Neue Quest. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwerber. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Rezept. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Ja, aber ich brauche denn jetzt auch Gold. Genau. Vorschuss. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Ah. So ist kein es. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Gib das Erz! Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Verdammt. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Nice. Ich wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen, was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Nice. So, jetzt zeig mir deine Waffe. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ja, ja. Alter, hier. Traumruf. Schwarzer Weiser, grüner Novize, Alter. Karte der Kolonie. Leider fehlt ein großes Gebiet im Südwesten. Hm. So eine Karte wäre auch nice, ey. Pfeile. Aber kein Bogen. Ich gehe mal zu Fisk. Ob der einen Bogen hat. Ein Bogen wäre nice. Zeig mir deine Waffe. Bogen, 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 Bogen. Oh, der hat aber fette Schwert. Kurzschwert. Bauern, Bauernwehr, Lurkerbiss, Wundendorn, Butlerzucht, Alter. Aber kein Bogen, Scheiße mit Reis. Ja. Gut, es scheint so, als hätte ich hier die Kuhle irgendwie, wäre ich die umgangen. Hier sind ja auch noch einige Leute. Der mit der Gitarre stört voll das Flair von der Musik.
So. Alles klar. Das werde ich natürlich nicht machen. Ich werde die 50 Erz für mich einstreichen. Ist doch klar. Junge, da darf ich mich aber hier auch nie wieder mehr hintrauen, ey. Wer bist denn du? Ja, ja, ja. Die richtige Entscheidung. Ups. So, Mordrake. Ach, der war doch auch ein Händler. Der hat doch bestimmt einen Bogen, ey. Such dir was auf. Der Riesenbogen auf dem Rücken hier. Zähnebecher. Nee, so eine Scheiße. Ich will deinen Bogen. Naja, gut. Dann. Hier, wer bist denn du nochmal? Ach ja, Schutzgeld hier, ne? Genau. Genau. So. Dann gehen wir jetzt zum neuen Lager, oder? Neue Seele für die Bruderschaft. Auflage. Neue Seele für die Bruderschaft. Ach ja. Ja, aber wie komme ich zum neuen Lager? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. In Gothic 2 wüsste ich, aber ich weiß nicht, ob das hier... Ach ja, hier muss ich auch noch einen verprügeln. Soll ich mal Kyrgo versuchen? Ja, der klatscht mich windelweich, ey. Kann ich so vergessen. Ja, dann gehen wir zum neuen Lager. Ne? Denke doch. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch alle angesprochen. So, mal gucken, was im neuen Lager abgeht. Also wenn ich jetzt... Ich hoffe, ich gehe richtig. Ansonsten wird das jetzt halt... Ein kleiner... Oh, es wird langsam Nacht. Das ist natürlich nicht gut. Egal, YOLO. YOLO, Swag. Ich hau mich weg. Ja, das... Ja, das neue Lager müsste jetzt so ziemlich in der Richtung sein. Aber bei Gothic 2 jedenfalls. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung. Aber wir müssen natürlich auf den Straßen bleiben. Weil das sonst sehr gefährlich werden könnte. Hier, kann man die nicht irgendwie fragen? Jo, wie sieht's aus mit, ich muss mal wieder speichern, Alter. Zack. Wie sieht's aus mit Wegweisen hier? Neues Lager und so? Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Ah, okay. Und er hat dahin gezeigt. Nice, gut. Hier, so ein Scavenger können wir nochmal versuchen. Komm rum! Hey, das ist meiner! Hä? Verwirren mich. Nice! Nächster. Zack! 100 EP! Easy! Und schön einen reinfressen. Fleisch. Fleisch ist immer gut, weil das... Den anderen Kram bräuchte man vielleicht irgendwann mal für Rezepte. Weiß man ja nicht. So. Gut. Dann gehe ich jetzt hier diesen Weg entlang, oder? Ich hoffe mal, es wird eine tolle Wanderung. Die Musik lässt schon hoffen. Ich habe halt keinen Bock auf Wargs oder Orks. Oh, das hört sich schon gut an. Das ist hier gar kein Weg mehr, oder? Doch. Dies ist der Weg. Das hört sich gut an. Ich sehe zwar nichts, aber... Okay, das sind Wölfe. Ich sprint einfach durch. Ich sprint einfach durch. Auf ins neue Lager, Leute. Fies wär's. Wären die Viecher schneller als man selber. Oh, Moleratz. Ich sehe kaum was, weil die Sonne reinscheint. Alter, hier liegt aber ordentlich rum. Hier muss ich mal nachher... Was war das? Jetzt fighten die gegen den Wolf? Nee. Aber hier liegt was. Eine Schüssel, oder? Ja, yeah, geil. Die ist viel wert. Ein Trank. Das ist echt gut. Bier. Ja, dann gehe ich mal weiter. Hä, dann hatte ich doch recht.
Hier ist das neue Lager, oder? So, rennen, 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 rennen. Rennen ist immer gut. Alter, hier ist halt Viehzeug ohne Ende, ne? Da muss ich... Ne, ich muss hier lang. Oh, da sind Goblins links. Oha. Die sind auch ganz schön fies. Wenn man da nicht aufpasst. Da sind noch ein paar Molerats. Könnte ich auch nochmal versuchen. Nee, ich versuche hier nichts weiter. Erstmal Quests machen. Quests of Doom. Ich brauche halt echt einen Bogen direkt. Ich will jetzt Bogen und schießen. So, hier müsste ich jetzt zum neuen Lager kommen. Nach Gothic 2 Erinnerung. Weil da kommen wir ja auch. Bei Gothic 2 kommen wir ja zurück ins alte Minental. Jawohl. Und ja. Ach, da ist eigentlich der Eingang. Dann gehe ich da mal direkt hin. Mal sehen, was die sagen. Hi, Jungs. Ich komme aus den Tiefen des Ozeans. Bandit, Bandit. Bandit? Torwache? Wie Bandit? Ach, sind das alles Halunken nur in diesem Lager? Hier scheint so eine Art Farm zu sein. Okay. Hier lernt man, glaube ich, auch Akrobatik, wenn ich mich noch recht entsinne. Das neue Lager. Hier, direkt mal wieder alle hier ansprechen. Bauer. Bauern, das sind wahrscheinlich eher alles Bauern, oder? Bauer. Oh, ne. Pock. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Steuern, mein Junge. Nicht in meinen Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Okay, wie gesagt, das Spiel nimmt kein Blatt vom Mund. Den Hurensohn mit der Krone. So, das sind alles Bauern. Bauern, Bauern, Bauern. Hoch da. Was kannst du? Sollst da hoch? Oh, tu es! Ja, meine lieben Kinder, springen müssen wir noch lernen. Hier stehen überall Bauern und eine fette Vogelscheuche. Okay, die pflücken also alle Reis. Toll. Der Pock, der alte Haudegen. Kann die Steuern nicht zahlen. So, du siehst wichtig aus. Schläger, alles klar. Rufus. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Der Reislord? Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du denn hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Okay. Also ganz schön gemein hier alles. Wer ist der Reislord? Er war einer der Ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack.
Wer ist... Er war heute... Ja. Ja, aber wie heißt der? Der heißt doch nicht Reislord. Seid ihr dumm? Ihr Bauern? Hä? Alle blöd. Huch. So, wer bist du? Du arbeitest nicht. Ich will auch Schläger werden, darf ich? Oh, Horatio. Was machst du hier? Alter, der eine fette Stirn. Willst du Ärger haben? Hat. Hier, gleich mal kiebig werden. Ärger? Von wem? Von einem Bauern? Nur weil ich auf den Feldern arbeite, heißt das nicht, dass ich mich nicht gegen Typen wie dich wehren kann. Also komm nur her, wenn du Ärger willst. Da esse ich lieber mal direkt eine Fuhre. Der Typ mit der großen Stirn, der will Stress. So, hier ist noch ein Schläger. Der Reislord. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Nee. Hä? Lefty. Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Okay. Hast du Arbeit für mich? Wir sprechen uns noch. Jetzt steht er nachher auch vor mir und will, dass ich hier arbeite, und dann muss ich den umklatschen. Okay, wir gehen mal weiter ins Lager rein. Die scheinen ja hier alle Schichtende zu haben. Bauer Horatio, hier, was ist eigentlich mit dir los? Tut mir leid, der Spruch mit dem Bauern. Das hättest du dir eher überlegen sollen, Junge. Tut mir leid, der Spruch mit dem... Das hättest... Hä, jetzt ist er... Arnold ist sauer. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Willst du durch dies Tür, Tor? Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Mhm. Was machen die Söldner? Wir. Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Der muss mal ordentlich artikulieren lernen. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Okay. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Wir sind nicht blöde, ja? Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Da vergreife ich mich. Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber rankommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Mission accepted. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen. Okay, alles klar. Pass auf dein... Jo. Dann... Alter, wie viele Bauern kommen denn hier lang, ey? So. Dann, ja, das ist das neue Lager. Okay. Wer bist du? Homer. Homer, Mensch. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Okay.
Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe... Natürlich haben alle mitgeholfen. Aber ich war der Baumeister. Okay. Lurker da hinten irgendwo. Alles klar. Ich muss jetzt erstmal irgendwo pennen, weil es ist halt wirklich schon Nacht. Was ist denn das hier? Was ist das? Hä? Sieht aus wie... Wo willst du denn hin? Kommando. Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Coole Kneipe, ey. Ihr seid richtig cool. Ich glaube kaum, dass ich daran was dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Das passiert mir nicht nochmal. Okay, ich leg mich mal noch nicht mit denen an. Alles klar. Coole Kneipe, nur mit Banditen und Schürfern. Da will ich rein. Aber auch geil, dass sie sagen, jo, wir sind Banditen, ne? Und wir leben hier harmonisch miteinander. So, da geht's irgendwo hin. Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich das neue Lager. In einer fetten Höhle. Dann labern wir mal ein bisschen rum. Oh, noch so einer. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Ave Vedivici, Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. So beschränke ich mich. Wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Ja, dann helfe ich, ne? Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Richtig, die Gläubigen. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Cor Kalom geschickt. Cor Kalom, wie die sich auch nennen, Alter. Du hast doch eh Herbert. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich will einen Bogen. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unsere Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Das ist gut. Wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Cor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, Hans und Joachim. Meister, sehr nahe. Iberion ist Jürgen. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. 100 Brocken, Kacke. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch okay, was. Nur einen Stängel. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Gut. Dann mache ich hier erstmal einen Cut und in der nächsten Folge rauchen wir Kraut. Nein. Wir verteilen es natürlich, denn wir wollen ja bei der Bruderschaft aufgenommen werden und auch einen coolen Namen bekommen. Wie Kühlschmüll Lackema. Ja? So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.